Als die erste Römerstraße die Riviera erreichte, war die dortige Landschaft noch eine ganz andere als heute. Dasselbe kristallklare Meer, aber keine Palmen. Die Palmenwedel, heute Bodigeras Markenzeichen, eroberten erst rund 400 Jahre später das Städtchen an der ligurischen Ponente. Der Legende nach brachte ein gewisser Ampelio, Eremit und Gottesdiener die ersten Samen aus Ägypten mit. Im milden Klima Liguriens keimten und gediehen diese vorzüglich. Ampelio ist bis heute verehrter Patrono von Bordighera. Und die Höhle und das Kirchlein, die ihm damals als Ort der Besinnung und der Meditation dienten, sind ein beliebtes Ausflugsziel. Wenngleich bereits in der Antike bewohnt, ist die Gründung Bordigheras auf etwa 1470 zu datieren. Damals vereinten sich 32 Familien, um die bereits existierende Fischersiedlung Bordigheta neu zu besiedeln. Der Ort wuchs und florierte trotz zahlreicher Widrigkeiten. Als die Türken im Jahr 1543 Nizza angriffen und sogleich auch das komplette Küstengebiet der Riviera plünderten, raubten sie nicht nur Geld und Juwelen, sondern machten auch zahlreiche Gefangene. Auch Bordighera wurde Opfer verheerender Angriffe, schaffte es aber trotzdem, innerhalb eines Jahrhunderts im Kreise der Gemeinschaft der acht Orte den Status der Autonomie zu erlangen. Die Selbstbestimmung dauerte bis 1797 an, bis zum Auftritt Napoleons und der Gründung der Republik Ligurien. Im Jahr 1855 erlangte Bordighera Berühmtheit dank eines von Giovanni Ruffini in englischer Sprache verfassten Romans. Das Buch Il Dottor Antonio war für die Ideale des Risorgimento und erzählt die Geschichte einer jungen Lady, die bei einem Kutschenunfall verletzt wird und Beistand durch einen exilierten Sizilianer erfährt. Der Erfolg des Buches jenseits der Ärmelskanals war einschlagend. Hunderte wohlhabender Engländer machten sich auf die Suche nach den im Buch erwähnten Orten wie die Osteria del Mattone. Palaststattige Hotels wie das Hotel d'Angleterre wurden gebaut. Und als 1872 der Ort per Zug erreicht werden konnte, erhielt Bordighera den Beinamen Paradies der Engländer. Es war auch der einzige Ort der Region, der eine anglikanische Kirche vorweisen konnte, sowie den ältesten Tennisclub Italiens. Und hier tritt Clarence Bicknell aufs Parkett, ein bemerkenswerter, eklektischer Gelehrter sowie Gründer und Namensgeber der örtlichen Bibliothek. Diese befindet sich noch heute nahe der Via Romana, also ganz in der Nähe des Nationalen Instituts für Ligurische Studien, gegründet vom Archäologen Nino Lamboglia, heute Hüter von Bicknells Vermächtnis. Die Bekanntheit Bordigheras begrenzte sich aber nicht nur auf die britische Insel. Franzosen wie Stefan Liegard, Jurist und Dichter, widmeten dem Ort viele lobgefühlte Erwähnungen. Sein Landsmann, der berühmte Architekt Charles Garnier, errichtete 1873 seine elegante Villa gleich oberhalb des kleinen Hafens. Des Wirtschaftsbooms waren stark vom langjährigen und beliebten Bürgermeister Raoul Zachary geprägt. Dessen Freundschaft mit seinem Amtskollegen Dr. Hoffmann aus dem süddeutschen Neckarsulm führte 1963 zu einer Partnerschaft der beiden Städte. Eine weitere Partnerstadt ist Villefranche-sur-Mer. Bordighera, die Palmenstadt, zelebriert seine Gründung vor 550 Jahren. Jahre voller Geschichte und voller Kultur, die neben dem milden Klima und den landschaftlichen Reizen die ganz besondere Atmosphäre Bordigheras ausmachen. Es folgt eine kurze Aufzählung einiger Ausflugsziele. Villa Mariani, Villa Regina Margherita, exotische Garten Pallanca, Museum Bicknell, Villa Etelinda,
landeinwärts in den malerischen Ausläufern der Seealpen mit einer spektakulären Berglandschaft, die bereits Maler wie Claude Monet anzogen, liegen die pittoresken Orte Sasso und Borghetto.